Zum Beck von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben ja heute einiges darüber gesehen, wie sich die Grünen vorstellen, eine Bundesverkehrswegeplanung zu machen. Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die Menschen in diesem Land sind froh, dass die Grünen gerade nicht die Bundesverkehrswegeplanung bis 2030 machen. Und Sie reden so viel von Fahrradverkehr und all den Dingen. Als ich das letzte Mal im Fernsehen Wahlwerbung gesehen habe, dann sah ich einen grünen Ministerpräsidenten, wie er mit einer S-Klasse durchs Land gefahren ist. Also es gibt hier schon offensichtlich einen gewissen Modifikations- und Anpassungsbedarf, der hier befriedigt wurde bei Ihnen. Und wenn ich etwas Positives sagen kann zu Ihrem Antrag, dann ist es, dass es eine wirklich ehrliche Analyse der Verkehrspolitik aus der rot-grünen Zeit ist. Denn Sie schreiben, Bundesverkehrswegeplanung in einem eklatanten Missverhältnis zu vorhandenen Haushaltsmitteln in der Vergangenheit. Und das stimmt. Denn es ist, ich weiß gar nicht mehr, ob es Bodewig war, ob es Stolpe war, ob es Klimt war, aber es war jedenfalls ein rot-grüner Bundesverkehrsminister, der den letzten Bundesverkehrswegeplan aufgestellt hat im Jahre 2003. Und die Erfindung dieses Ministers bestand in der Planungsreserve. Das kann man auch heute noch nachlesen. Denn diese gewährleistet ein zusätzlich umsetzbares Baupotenzial, das dann aktiviert werden kann, wenn es bei anderen Vorhaben zu Verzögerungen bei der Realisierung kommt. So hat er das damals gesagt. Meine Damen und Herren, diese Planungsreserve hat dazu geführt, dass es Investitionsrahmenpläne gab, die dreifach überzeichnet gewesen sind. Und jetzt wollen Sie doch nicht allen Ernstes uns den Vorwurf machen, dass wir eine unglaubliche Bugwelle von teilweise Fantasieprojekten, die in die Welt gesetzt worden sind, irgendwie immer noch dabei sind, abbauen zu müssen. Und insofern, glaube ich, sollten Sie eher ein Lob für uns haben, dass die Finanzierung bei diesen Projekten jetzt realistisch ist. Und den harten Schnitt, liebe Frau Kollegin Wilms, den harten Schnitt, den fordern Sie ja mit Ihrem Antrag. Aber da sieht man, glaube ich, dass die Wahrnehmung der Wirklichkeit mit jedem Oppositionsjahr weiter abnimmt. Denn Sie wissen noch, wie ein Bundesverkehrswegeplan aufgestellt wird. Da sind jetzt jahrelange Berechnungen, Gutachten, Planungen, Bürgerbeteiligung, alles Mögliche gemacht worden, Beteiligungsverfahren in den Ländern. Wenn Sie heute fordern, das muss alles wieder auf Null gestellt werden, dann haben wir jetzt jahrelang eine Lücke, in der es völlige Unsicherheit gibt und eben keine Planungsstrategie mehr. Und da Sie ja fragen, was denn die Dinge eigentlich sind, die dem zugrunde liegen, erkläre ich das vielleicht nochmal. Man könnte es nachlesen. Man hätte auch heute Morgen um 7.30 Uhr zum Termin mit der DB gehen können. Sie waren ja auch da, Herr Krischer. Da wurde das doch relativ klar erklärt, die nationalen Korridore, die Sie fordern. Bitte? Ach, der Kollege Krischer war um 7.30 Uhr noch nicht da. Das nehme ich auch zur Kenntnis. Das ist kein Problem. Jedenfalls, der Kollege Gastel wird Ihnen sicherlich berichtet haben darüber, was die Strategien sind. Sie konnten die nationalen Korridore doch ganz gut sehen, die heute Morgen vorgestellt wurden. Und dass die mit den europäischen TEN-Korridoren korrespondieren, ist nur sinnvoll. Dass ein 740-Meter-Netz geplant wird, nämlich für längere Güterzüge, damit sie überall durch Deutschland fahren können. Dass es die Knotenpunkt- und Engpassbeseitigung gibt. Und das lese ich Ihnen mal vor. Nur für die Schiene ist es so, dass Engpässe auf einer Länge von 700 Kilometer abgebaut werden. Damit werden 11.400 Stunden jährliche Wartezeiten abgebaut. Das entspricht schon mal 11% der zu erwartenden Zugverspätungen. Über 1 Milliarde Pkw-Kilometer und 780.000 Lkw-Fahrten pro Jahr werden damit vermieden. Das ist Engpassbeseitigung, weil wir uns ganz gezielt auf die Knoten fokussieren. Und das ist auch bei der Straße der Fall. Deshalb gibt es auch die neue Kategorie vordringlicher Bedarf, Engpassbeseitigung. Weil der Kern dieses Verkehrswegeplans die Beseitigung von Engpässen ist. Und ein weiterer Kern ist Erhalt vor Neubau. Und hier einfach mal zum Vergleich. In dem letzten von Ihnen aufgestellten Verkehrswegeplan 2003 war die Quote nahezu 50-50. Wir sind jetzt bei 69% Erhalt und 31% Neubau. Und insofern ist das eine vernünftige, eine nachhaltige Politik, und zwar eine, die wirklich vor Ort hilft. Und wenn Sie immer noch auf dem Rechnungshof und dem NKV rumreiten, ich habe mal gehört im BWL, dass man Kosten nicht berechnen kann, weil die ganzen Gemeinkosten am Ende doch sehr willkürlich sind.
Und ich glaube, auch bei dem ganzen NKV haben wir eine ganze Reihe von Komponenten drin, die willkürlich sind. Und wenn der Rechnungshof sich dann immer wieder darauf fokussiert und sagt, hier ist eine Schleuse unwirtschaftlich, weil er die nur als Schleuse betrachtet und nicht sieht, dass das der Engpass ist für den ganzen Binnenwasserweg, der da hinten dran hängt, dann finde ich, ist das eine sehr willkürliche Kostenbetrachtung. Und deshalb klingt Rechnungshof immer fast so wie TÜV, aber in Wahrheit liegen hier schwere systematische Fehler vor. Und darüber müssen wir, glaube ich, auch noch mal reden. Wir haben jetzt ein Gesamtvolumen des Verkehrswegeplans von 264 Milliarden. Und das ist zum ersten Mal auch eins, was realistisch ist. Und damit werden wir viele gute Projekte in Deutschland machen können. Auch diejenigen, die mir selber am Herzen liegen und wofür ich mich einsetze, für das 5. und 6. Gleis beispielsweise zwischen Duisburg und Düsseldorf, den bestmöglichen Lärmschutz beim Rhein-Ruhr-Express und den Regionalhalt in Benrath. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Gustav